Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Pokémon-Freunde, zu einem weiteren React, und zwar zur Pokémon Presents vom 3.8.2022, also heute, und zwar um 15 Uhr, das ist jetzt 3 Stunden her. Da war ich leider in der Arbeit, deswegen konnte ich da nicht live drauf reagieren, aber ich werde das jetzt einfach nachholen und wir sehen 19 Minuten, das ist echt viel Input, also wahrscheinlich auch eine Menge anderer Stuff, aber die wichtigsten Informationen zu Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin oder Scarlet und Violet, ganz einfach, also Karmesin, Scarlet und Purpur, Violet, die werden hoffentlich auch am Start sein, vielleicht auch neue Sachen über neue Game-Features, neue Pokémon, neue Entwicklungen von den Startern vielleicht, ne? Wäre schon ganz cool. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los und schauen mal rein, was uns so erwartet. Ich bin sehr gespannt. Hello everyone. Hallo. I'm Utsunomiya from the Pokémon Company. Mhm. In today's Pokémon Presents, we will be sharing information on several of our games. Okay, ja. Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games. But before that, I'm happy to share some news about the Pokémon World Championships that will be held in London. Auch ein paar News zu den Pokémon World Championships. Ich glaube, die können wir skippen. Ich habe die vorhin schon so ein bisschen angeschaut. Sieht sehr interessant aus auf jeden Fall. Das ist der Pokal, den man gewinnen kann. We look forward to seeing you in London. And now, I would like to hand it back to Mr. Utsunomiya. Pokémon Café Remix is available at no cost to start and is playable on Nintendo Switch systems and mobile devices. The fuck? Okay, das ist irgendwie witzig. Next up, ja, endlich! Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games. Okay. Der Trailer spielt nicht das eigene Spielerleben ist, bla bla. Boah, geil. Ja, Kronjuwelt ist dabei, geil! Okay, okay. Neue Felino-Form. Oh mein Gott, what? Okay. Kramus, Kramsche. Attention, please. Today we begin the treasure hunt. The treasure hunt? Okay, Schatzsuche. Travel across Paldea. Paldea, so heißt die Region. Oh! Man kann auf den reiten und fahren. What the fuck? Einfach Motorräder, lol. Das sieht so weird aus. Die kann fliegen! Ja, klar! Ja, genau! Oh Gott! Na gut, Open World Games muss man ja irgendwie. Ach, die können auch schwimmen. Die können einfach alles. Die Legis sind einfach broken. Aber die Kultur, oh, das sieht schon sehr interessant aus. Schule, so ein Bürger. Pokémon. Oh! Oh, da war ein neues Pokémon! Was war das? Irgend so ein Licht-Pokémon? Was ist das denn? Irgend so ein Hund, so ein Donut-Hund. What the fuck? Zitronenkuchen? Ist Zitronenkuchen nicht so was Spanisches? Das sieht übel witzig aus. Muntir, Litaking, Noctuska, Donphan, Dragonir. Die beiden. Das, das, das. Und die Menschen. Mhm. Da ist wieder dieses komische Stachelviech aus der 8. Gen. Oh mein Gott, neue Oh mein Gott, wie die NPCs aussehen. Die wurden immer crazier. Okay, ziemlich cool. Sind das die Arenen? Ne, das sind verschiedene Challenges, oder? Wen wirst du treffen? Ja, das sind die, die man kennt. Oh, der mit der Frisur. Okay, wer ist das? Irgendein anderer Typ? Was willst du erreichen? Oh mein Gott, wie cool. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Pokémon? Ah, ey, was ist das für ein Hässlern? Tschüss, walla. Oh, sorry. Hä? Ist das ein Eis-Pokémon? Das ist einfach so ein... Was ist das für ein Viech, Mann? So ein Eishai. Das ist kein Pokémon, oder? Das ist kein Pokémon. Nee, aber das ist ein Fahrzeug. Hey, das ist ja übel cool. Okay, okay, ja, 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 interessant. Jetzt Starterentwicklung, komm. Wenigstens die erste. Mhm. Oh. Oh, wie viele alte Pokémon und... Oh mein Gott, wie schön die ausschauen. Chirox, Altaria, Zapdarang und dieses... andere Viech, dessen Namen ich vergessen habe. Übel cool. Oh ja, die Entwicklungen. Tausch, Kämpfe. Oh mein Gott, Kämpfe sind cool.
Findet euren ganz eigenen Schatz. Okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Was? 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 Was ist das? Kristallwurm? What? Let the treasure hunt begin. Okay, diese Kristallformen sahen sehr interessant aus. Das ist das neue Gimmick der Region anscheinend. So ein bisschen wie eine Mega-Entwicklung, aber halt nicht ganz. Und es ist auch ein bisschen wie eine Giga-Dynamax, aber halt nicht ganz. Und es ist eine alternative Form, so wie regionale Formen, aber halt nicht ganz. Kristallformen, das sieht sehr crazy aus. Die musst du mit diesem Ball auslösen, ja? Hat jedes Pokémon seine eigene Kristallform oder ist das wieder sowas, was nur bestimmte Pokémon haben? Aber wir sehen hier nur entwickelte Pokémon. Right? Ja. Sieht so weit. Ach, Dressella. Oh, eines meiner Lieblingspflanzen-Pokémon seit neuestem. Weil wie cool die aussehen irgendwie. Also es sieht schon irgendwie. Es hat schon irgendwas Fancyes. Aber man fängt die. Also so ein bisschen wie Giga Dynamax. Dass man die so ein bisschen fängt. Let the treasure hunt begin. Und Schatzsuche ist das große Thema. Also es geht wahrscheinlich nicht darum, Orden zu sammeln, sondern um eine Art Schatzsuche. Also eine inselweite Schnitzeljagd. Habe ich das richtig verstanden? Also gibt es wahrscheinlich verschiedene Aufgaben, die man erledigen muss. Sowas wie fange Pokémon, besiege Pokémon, besiege Trainer. Bestimmte Trainer, eine Anzahl an Trainer. Ist das das, was ich hier so rauslese? Dass die neue Herausforderung des Spiels verschiedene Aufgaben beinhaltet? Das wäre auf jeden Fall interessant, sag ich mal, wie die das umsetzen. Ja. Genau. We're now starting to get a clearer picture of your adventures to come in the Paldea region. I'd like to dive a little deeper into the information presented, so let's take a closer look together, shall we? The newest titles in the Pokémon series are the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games. These titles will be open-world RPGs, a first for the Pokémon series. Sprawling landscapes. Naja. Wenn wir mal Legends Arceus rausnehmen, aber über die Originaledition, das geht's, dass die Hauptedition Open World werden. Das ist sehr interessant. And vibrant towns weave together to form the Paldea region, where your new adventure will unfold. These are the legendary Pokémon, Koridon and Miraidon. You'll rely on one of them as a partner in your adventure. Climb on! And together you'll dash across. War da direkt zu Beginn des Spiels oder wie habe ich das zu verstehen? Grassy fields. Move across water. Ja, das habe ich auch schon entnommen. Egal wo, die können your immer. Your partner can change forms as needed, while you explore every nook and cranny of the region with them. Interessant. Mal was ganz was Neues. You will be enrolling in a certain academy as a student. Ah ja, ja, das ist auch schon Orangene Community Traubenakademie. And a special independent study project awaits you. The treasure hunt. Through it, you'll embark on a journey to find treasure of your own here in Paldea. Ja, ja. Three grand stories are waiting for drei you. Geschichten. One story will revolve around the familiar gym battles. You'll go to 8 Pokémon gyms and aim for the champion rank. In these games, there is no set path you must take when challenging the gyms. Warte, was? Einer der drei Geschichten ist alle 8 Arenen inklusive Liga und Champion
Eine von drei, wohlgemerkt. Und du kannst dir aussuchen, welche Reihenfolge du darin machst. Was im Umkehrschluss bedeuten muss, dass die Schwierigkeit angepasst ist an deinen Fortschritt. Mindestens an deinen Fortschritt, wenn nicht sogar an das Level deines Teams. Und das wäre absolut Geniestreich. Ja? Weil das würde bedeuten, wenn ich jetzt Arena 8 machen möchte und ich habe nur Level 10er Plebs, dann muss diese Arena Level 10er Plebs haben. Das muss so sein. So wie es halt im Anime, in den Pokémon-Generationen, glaube ich, hieß es. Oder Evolution. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Es war, glaube ich, Generation. Wo man gesehen hat, okay, jeder Arena-Leiter hat eine bestimmte Anzahl an Pokémon in bestimmten Level-Abschnitten, je nachdem, wie viele Orden du schon hast. Und das haben die jetzt in dieses Spiel implementiert. Willst du mir das damit sagen, Game Freak? Das wäre nämlich übel insane. Das wäre übel geil. Das wäre wirklich, oh mein Gott, das wäre einfach so ein krass guter Fortschritt. Es kann ja nicht sein, dass die alle auf dem gleichen Level sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du nicht sagen, ja, die sind alle Level 25. Und, jo, wenn du Level 11 bist, good luck, have fun. Und wenn du Level 25 bist, nice. Und wenn du Level 80 bist, ist scheiße. Die müssen an das Level deines Teams angepasst sein. Und da muht sogar die Kuh da draußen, ja. So geil findet die das. Und, also die müssen entweder an das Level des Teams angepasst sein oder an deine Anzahl der Orden. Also wenn du 0 Orden hast, sind die halt so stark. Wenn du 1 Orden hast, sind die so stark und so weiter. Und das ist insane. Das ist wirklich, boah, jetzt bitte, 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 lasst uns den Schwierigkeitsgrad einstellen lassen können. Das wäre insane. Außerdem, wie cool ist eigentlich diese Arena-Leiterin im wahrsten Sinne des Wortes? Grusha, get ready to feel the icy bite of reality. Okay, also das ist wirklich insane. In these games, there is no set. Keine vorgegebene Reihenfolge. Das ist, oh mein Gott, ist das, okay, das ist path you must the take dream. When challenging the gyms. Ist das the dream? Chart your very own course along Victory Road. City Town, okay. Aber da hat die einen Akani. Also ich gehe mal von mindestens 25 aus für diesen Ort. Ich meine, das ist auch ein entwickeltes Pokémon, of course. Ne? Das sieht man ja. The other two stories you'll experience hold many also die anderen beiden Geschichten haben viele Überraschungen und Entdeckungen zu bieten. Which story will you begin with? Okay, zweite Geschichte. Fange eine bestimmte Anzahl an Pokémon. Wahrscheinlich regionale Pokémon. Ich gehe davon aus, das ist so ein bisschen wie bei 6. Gen Carlos. Es gibt so die Seite, die Seite, die Seite. Also es gibt so verschiedene Regionen. Und du musst, keine Ahnung, 6 von 8 Regionen alle Pokémon gefangen haben oder so ein Scheiß. Oder irgendwie sowas. Ist aber, weil das ja, weil die Orden, also weil der Fortschritt des Games wahrscheinlich trotzdem über die Orden läuft. Gehe ich jetzt mal von aus? Ich weiß es nicht. Also, muss man die Orden machen oder muss man die nicht machen? Sind die jetzt optional oder sind die immer noch die Kernessenz des Spielfortschrittes? Also, um die Story quasi voranzutreiben. Oder ist es scheißegal? Also, kann ich jetzt auch einfach Pokémon fangen, theoretisch, und damit trotzdem die Story spielen? Weil das wäre crazy. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Game Freak das macht. Aber sie können mich auch gerne überraschen. Also, so, ich bin trotzdem der, ich kämpfe lieber. Ich bin ein Pokémon-Kämpfer. Pokémon fangen ist nice. Pokémon sammeln, auch geil. Keine Frage. Der Sammelaspekt in Pokémon ist einfach eine sehr, sehr coole Sache. Aber es ist verdammt anstrengend, alle Pokémon zu sammeln. Also ich bin froh, dass das wahrscheinlich mindestens nur eine optionale Sache ist. Also maximal nur eine optionale Sache, so rum. Aber ich find's geil, dass die Orden hier auch mehr oder weniger eine optionale Sache sind. Ich hoffe es. Ich fänd's gut, weil dann könnte jeder, die breite Masse, kann dann quasi machen, was sie will. Sie können entweder Orden sammeln oder Pokémon fangen oder eben das dritte, was auch immer das sein soll. Wahrscheinlich Sehenswürdigkeiten, I guess. Oder Rätsel lösen, das wäre auch geil. Rätsel lösen über Sehenswürdigkeiten, wäre auch ein cooler Aspekt. Und dass man quasi eins davon nur machen muss, um im Spiel voranzuschreiten. Und man die anderen beiden danach oder jederzeit nachholen kann. Das wäre so. Ich glaube, ich übertreibe gerade komplett. Das tut mir auch übel leid, wenn ich da jetzt Leute irgendwelche Gedanken reinsetze, die wahrscheinlich so niemals ins Spiel kommen. Aber imagine, du könntest einfach, ja, okay, ich mache jetzt hier dieses dritte Geschichte. Yo, ich habe Bock, die Insel zu erkunden, einfach nur alles anschauen, ne? Geile Orte sehen, ein paar Rätsel lösen, dies, das, mit Leuten reden. Weißt du, so das Kulturelle dahinter.
abseits so ein bisschen von Pokémon und Kämpfe und so. Und dann bam, Story. Einfach reine Story-Game. Keine Kämpfe, kein Pokémon fangen, einfach nur Story, nur straightforward Story. Und dann kann ich nach dem ganzen Scheiß trotzdem noch die Arenen machen, trotzdem noch den Champion herausfordern. Ups. Und ich kann trotzdem noch Pokémon fangen, natürlich, obviously. Und trotzdem meinen Spielfortschritt über die Pokémon sichern. Oder, ne, ganz klassisch, Arena, zack, zack, boom, boom. Und dann trotzdem noch die anderen beiden Sachen. Oder eben die dritte Sache, ich fange Pokémon. Story. Pokémon fangen, Story. Bäm, Finale. Und dann kann ich trotzdem noch die Arenen machen. Das wäre, wenn die das so machen. Und der Schwierigkeitsgrad ist einigermaßen angenehm, ne? Nicht so ein typisches Brilliant Diamond, Shining Pearl Schwierigkeitsgrad. Dann könnten das die besten Spiele überhaupt werden. Ich meine, wir sehen so eine Grafik, ist natürlich, da sparen sie gerne mal, ne, Grafik. Aber ich bin ganz ehrlich, Grafik interessiert mich überhaupt nicht. Also die Grafik, die soll nur kein Krebs in mein Auge sein, ja, solange ich keinen Augenkrebs in mir verursacht, was das jetzt hier nicht tut, sondern es ist einfach nur billig, sag ich mal, ein bisschen faul vielleicht. Aber hey, das kann ja noch bis zum Release gepolished werden, darauf hoffen wir ja immer so ein bisschen. Egal, wie gesagt, Grafik schiebe ich immer so ein bisschen zur Seite. Wenn das Gameplay und die Story und das Gameplay und das Feeling, die Atmosphäre, ja, wenn die zuckersüß sind, Alter, dann schwöre ich, das könnten die geilsten Spiele sein. Ich bin ein bisschen gehypt, ne? Ich bin nicht krass gehypt, ich bin sehr, 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 sehr gespannt darauf, ne? Ich will mich nicht zu sehr hypen, weil, ne, es hat Lenificate auch schon gesagt, der hat auch recht, ich schließe mich seiner Meinung vollkommen an. Es sieht sehr interessant aus. Aber die letzten Jahre von Pokémon haben zu viel gehypt und waren dann an manchen Punkten einfach eine Enttäuschung. Also Brilliant Diamond, Shining Pearl, grafisch und rein atmosphärisch eines der geilsten Remakes, aber der Schwierigkeitsgrad ist so abnormaler Dogshit, ja. Also es ist wirklich, das sind die einfachsten Spiele ever gewesen. Und das hat mich so tierisch abgefuckt. Aber Game Freak hat mit jeder Pokémon-Edition immer wieder die Chance, uns zu überzeugen. Und ich finde, Legends Arceus ist ein recht gutes Spiel geworden, tatsächlich. Ich habe es immer noch nicht zu Ende gespielt, weil irgendwie die Longzeit-Motivation hat mich nicht so gekickt, weil es doch ein bisschen grindy ist, also man muss doch ein bisschen, also man muss halt viel tun, um wenig zu bekommen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ich bin jetzt vielleicht beim dritten Herrscher oder so, keine Ahnung, aber ich bin eigentlich schon über der Hälfte hinaus, glaube ich. Also ich bin so, 50% des Spiels habe ich schon, aber trotzdem, es ist so, Legends Arceus ist halt eine andere Art von Spiel. Ich bin halt Editionen gewöhnt, ne, Arena-Kämpfe, straightforward und dann bam, 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 bisschen Story dazwischen, was geil ist. Natürlich kann man nicht erwarten, dass es so ist wie früher. Kann man nicht. Aber der High Peak ist leider für mich persönlich die sechste Generation gewesen und ab da ging es nur noch bergab. Also im Vergleich zu den anderen Spielen. Ich sage nicht, dass die Spiele scheiße sind. Also siebte Gen war okay. Achte Gen war auch noch gut in gewisser Weise. Aber sie waren halt nicht geil. Ne? Vierte, fünfte, sechste Gen. Vielleicht die dritte auch noch. So 3 bis 6, das waren so die Primetime der Pokémon Games. Wirklich, das war die Primetime. Aber mal, was will man machen, ne? Man kann, da ist viel Nostalgie dabei, das will ich auch nicht denyen, aber rein von dem, was das Game einem gegeben hat, also rein von dem, was auf dem Tisch lag, die Physis, die war ja auch schon besser, ne? Es gab sehr viele, also das sind diese Feinheiten, diese Quality of Life Faktoren. Und die will ich in diesem Spiel haben. Ich verlange hier nicht übel die kranke Plot aufgedröselte Game-Mechanik, so, okay, sie wollen es durch 3 splitten, sollen sie es machen, Geschichte 1 Arenen, Geschichte 2 und 3, keine Ahnung, ist mir Wayne, weißt du, Hauptsache, das, was du spielst, fühlt sich geil an und wird auch geil rübergebracht, ne, mit Story und was weiß ich und mit dem Pokémon und der Vielfalt und generell, was sie einem so bieten, die Feinheiten. Ich finde, die beiden Legendären als universelle Fahrzeuge anzubieten, für ein Open-World-Game eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, das zu implementieren. Ne? In Oras hat man ja auch Latios und Latias gehabt zum Fliegen. Ne? Wir haben ja nur geflogen, aber damit konntest du sehr, sehr schnell rumfliegen. Was super geil ist. Und trotzdem gab es auch die VM-Fliegen, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Es gab beides. Also wild. Ab der 8. Gen gab es ja keine VMs mehr. Was auch gut ist. Also es gibt
Vorteile, ne? So ist es nicht. Es gibt immer wieder gute Sachen, die auch die neueren Generationen herausgebracht haben. Aber wenn man einfach mal vielleicht alle guten Sachen zusammennimmt und ein Spiel packt, wäre schon mal nicht schlecht, ne? Und nicht immer nur so, ja, wir machen mal ein paar neue gute Sachen, wir machen auch ein paar neue Scheißsachen, weil, because why the fuck not, ne? 25 Jahre Pokémon, wir haben hier nichts gelernt aus den Jahren. Aber wenn sie das in diesem Game zumindest halbwegs hinkriegen, dann freue ich mich verdammt nochmal darauf, dieses Spiel zu spielen und zu Let's Playen. Ich bin in der Hinsicht schon gehypt. Ich bin gehypt darauf zu sehen, was die damit angestellt haben. Ja? Und das neue Pokémon, das Eis-Pokémon, finde ich schon sehr interessant. Das ist ein gewagtes Artwork. Ne? Das ist schon wieder so, wieder ein bisschen mehr als nur Pokémon, aber es ist trotzdem cool. Und auch an die ganzen neuen Pokémon, also an die muss man sich auch alle wieder gewöhnen, ey, die 8. Gen, ne? Man hat sich gerade so an Galar-Pokémon gewöhnt, noch nicht mal an alle. Ich bin gerade dabei, erstmal die Galar-Pokémon nachzuholen, indem ich einfach Galar nochmal auf dem Dingens hier nachspiele. Ne, spiele ich hier gerade meinen eigenen Galar Nuzlocke Challenge ran. Ist auch viel zu einfach leider, aber mal. Ja, aber es ist trotzdem nice. Und dass es dieses Jahr schon kommt, ja, finde ich krass. In 3 Monaten ist es soweit, I mean. 3 Monate? Das ist einfach nix. Aber ja, ich bin gespannt. 9 von 10 gespannt. Ich hab schon Bock. So ist es nicht. Ich hab schon Bock. Aber ich würde nicht sagen, dass ich mich so hype wie früher. Es ist eher ein erwachsener, vernünftigerer Hype. Ne? Eher so mit Vorsicht zu genießen. Nicht zu viel erwarten, sondern das, was man sieht, auch nicht sofort irgendwas hineinzuinterpretieren, was ich ja jetzt die letzten 10 Minuten getan habe. Es tut mir leid, ich habe da jetzt viel hineininterpretiert. Aber das ist nur eine Option. Am Ende ist es vielleicht ultra langweilig geschnitten, so, hey, du musst trotzdem mal reden machen, kannst aber die anderen beiden Sachen halt auch machen, wenn du Bock hast, so, ist halt ein Open-World-Game, so, Legend of Zelda-Style, Breath of the Wild-mäßig, aber hey, du musst halt diese eine rote Linie gehen, um halt voranzukommen, mein Gott, dann ist es so, so, ist trotzdem gut, solange die diese rote Linie, solange die geil gemacht ist und alles andere auch geil gemacht ist, ne, wie sie es machen, ist wurscht, es muss sich nur cool anfühlen und es muss einfach nur ein gutes Spielerlebnis sein, ne, also solange die da nichts komplett verhunzen, ja, kann ja in dem Sinne nichts schief gehen, aber schauen wir mal, ne, würde ich sagen. Ich finde es aber trotzdem sehr interessant, wie sie es anteasen. Also die Art und Weise des Anteasens ist schon, schmeckt. Das ist genauso wie ein Trailer sein. Das soll schmackhaft machen. Und ich finde, das machen die sehr gut. Es macht sehr gut schmackhaft. Man hat schon Bock. Die versprechen ja nichts. Die versprechen ja nicht. Die sagen nicht, alle, das ist so. Sondern es könnte so sein, ne, was du halt daraus machst. Schon cool. Die Charaktere, denen du begegnen wirst. Okay. Professor, das sind die beiden Professoren, die kennen wir auch schon. Antika und Futurus, Alter. Richtig krasse Supermodel einfach. Sada and Professor Churro. Research legends passed on in the Paldea region. Mr. Clavel. Clavel, der Direktor der Akademie in Paldea. Ja, also. Ich habe mit Andi schon getalkt. Er wird sich wahrscheinlich die Purpur. Nee, die Ding ist rot. Karmesin besorgen. Wo die Olle die Professorin ist. Und ich werde mir wahrscheinlich Purpur gönnen, wo so der Typ Professor ist, also die Zukunft. Weil ich bin ja auch eher so Cyberpunk, ne, und Detroit Become Human, ihr wisst es, so ein bisschen so futuristisch angehauchter Mensch. Ich liebe Technik, ich liebe Zukunft, ne, alles, was so die Zukunft hat. Klar, Vergangenheit, Antike, bla, ist auch geil, aber ist halt da, das ist eher so, da bin ich nicht so obsessed, ne. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich nehme lieber das Zukunftsding, weil Miraidon gefällt mir auch ein Tickchen mehr, auch wenn ich Farbe Rot und alles lieber, also Koraidon, ich habe den Namen jetzt vergessen, also das Rote, das sieht auch übel badass aus, einfach Monster Hunter, ja, habe ich schon mal gesagt. Amiraidon, wie gesagt, ist so futuristisch, geil, bam. Ja, oh Mann, ein bisschen Hype bin ich schon, aber ja, es ist einfach, ich finde es sehr interessant, es ist mal was ganz was Neues, es ist einfach eine neue Frische, ne. Finde ich cool. Ich bin da immer relativ open, aber ich hoffe, das ist nicht verkackt. Ich hoffe, das ist nicht verkackt. Bitte verkackt es nicht, Gameplay. Clavel. Digga, der ist sogar anders angezogen. Der ist einfach rot in Karmesin und Purpur, also blau in Purpur angezogen, oder? Ist das dein Ernst? Ist ja mega witzig. Mr. Clavel is the director of the academy you'll attend. Lol. And Mr. Jacques is your homeroom teacher. In your gym. Teaches biology. Okay. Der ist ein bisschen jung, ne? You'll have your battle-loving friend, Nimona. Eine Mila. Ja, die ist schon hot. Die ist cool.
And you'll meet Arvin, Pepper, ein Koch, Lel, von dem lernen wir die Rezepte. Schüchterne Cosima, die im gleichen Haus ist. Oh mein Gott, mit der können doch so viele Leute relaten. Alter, die sieht ja so relatable. Also ey, ich muss da allein an 3 bis 5 Freunde denken, die mit der relaten können. Die halt so vom Charakter her genauso sind, wie sie ist. Oder halt die halt, die sich in eher wahrscheinlich in ihr widerspiegeln. Ah, geil. Das ist ja... die ist cool. Die ist richtig cool, Alter. Die Frisur. Das Evoli, der Evoli-Rucksack oder was das ist ja mega. Einfach krasse Character-Designs. Ja, Arena-Leiter, also Grusher, die sich auf Eis spezialisiert. Der? Was ist ein Typ? So zum Beispiel Grusher, der sich auf... Grusha, das ist ein Typ? Gym-Leader. Oh. Ups. The people you meet in Paldea are sure to enrich your adventures. Okay, Pokémon, okay, Pokémon. Many ja? Different species of Pokémon, also oh, ja. Called the Paldea region home. Das ist cool. Einfach eine Regionalform verliehen. Also es wird Regionalformen geben. Geil. Pokémon is the Paldea regional form of Wooper. It lives on the land and covers its body with a poisonous film. Giftschleim, okay. Giftboden. Giftwasser? Nee, Giftboden. Giftboden. Den Typ hatten wir noch nicht. Doch, hatten wir schon. Welches Pokémon ist Giftboden? Gibt es Giftboden? Keine Ahnung. Warte, Giftboden gibt es doch noch nicht als Typ, oder? Alter, das wäre übel cool. Einfach mal eine neue Typkombination. Giftboden. Würde ich feiern. Würde ich fühlen. Fände ich cool. Was bist du? Heffel. Lass dich schauen. What the fuck? Normal Pokémon. And here's Sitytan, coole Wahl. Which has a large body Sitytan. And a hard horn that can freeze its surroundings. Coole Wahl. Das ist ein Eis-Pokémon, ne? Eisgestein? Eisstahl? Of course, we also have the okay. Pokémon from which you'll Entwicklungen? First Entwicklungen Starter? Sprigatito. Naja, okay. Fuecoco. Ja. And Quaxly. Ja. Enjoy meeting also. Lots of Pokémon. Oh, geil. And complete your Pokédex as part of your adventure. Ja. Wait a minute, wie ist denn der Pokédex aufgebaut? Der ist ja übel geil. Einfach ein Buch. Was ist? Wie geil ist das denn? Das ist ja übel geil designt. Das sieht einfach aus wie ein Buch. Einfach Bücher in Bücherregal stecken. Hoppala, da erstmal gegen das Mikro hauen. Hey, ist ja übel nice. Lechonk, der Hock-Pokémon und Mehrspielermodus. Boom! Weiß nicht, ob ich den nutzen werde, weil ich alone bin, aber. By using the Union Circle, you can enjoy co-op play with up to 3 friends. Man kann mit den Leuten spielen, ja? Das ist so ein bisschen wie bei Dragon Quest 9, glaube ich. Der kann mit, wenn du Story-Relevantes machst, mein Gott, dann stehst du halt blöd da wahrscheinlich, aber er kann die Story halt auch machen. Ihr könnt einfach die gleiche Story spielen. Parallel, in derselben Welt. Und dann 2 gegen 2 Kämpfe oder 4 gegen 4 Kämpfe. Geht das überhaupt? Alter, ich keine Ahnung. Junge, das ist ja übel geil. Das ist der RPG-Aspekt, den wir schon immer brauchen. Der Multiplayer-RPG-Koop-Story-Gameplay-Aspekt, ja? Boah, ich hab da so Bock. Da kannst du halt Soulings spielen, da kannst du Duologs spielen, da kannst du Quadralogs spielen, du kannst da alles machen, das ist ja insane gut. Du kannst da ja miteinander und auch miteinander gegeneinander spielen. Das bietet so viele neue Möglichkeiten in der Nuzlocke-Szene auch allein schon. Aber wahrscheinlich auch in der kompetitiven Szene. Ich habe keine Ahnung, ob das kompetitiv irgendeine Sinnvolligkeit erfüllt. Aber trotzdem, casually ist das ein richtig geiler Pluspunkt. Or even ride together to race across the map. Ja, das geht auch. Einfach zusammen reiten, übel enjoy nice. All the Paldea region has to offer with family and friends. Man kann, es ist ja übel. Okay, Terra-Kristallisierung, die neue Mechanik in Pokémon. Ach du Scheiße, so heißt die Terra-Kristallisierung. Okay. Wir haben hier, oh, das Kampfsystem sieht ja übel cool aus. Ja, die übernehmen es aus Legend von Arceus, also ein bisschen dynamischer, glaube ich. Okay, die Chonk ist kein Boden-Pokémon, weil sonst wäre Pflanze hier ja effektiv, ne? Wir sehen hier Bite und Leavage ist effektiv gegen Lechonk. Also Lechonk ist ein Normal-Pokémon, nehme ich jetzt mal.
Dann kann man Terra kristallisieren. The terrestrial phenomenon makes Pokémon shine like gems. Ja. Okay, das geht auch auf normalen Pokémon, also nicht auf vollentwickelten. Also geht das in der Theorie auf jedem Pokémon. Das ist keine Giga-Dynamax-Scheiße, also in gewisser Weise, aber es ist eine Dynamax-Sache. Also es ist keine Mega-Entwicklung, sondern es ist wie Dynamax, das geht auf jeden Pokémon. Und manche Pokémon haben dann ein spezielles Aussehen, oder wie sieht es dann aus? Nee, die Pflanze ist immer auf jeden Pflanzen-Pokémon drauf. Okay, das war nämlich auf Dressella auch schon. Aber das ist eine andere Pflanze, oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, es sieht dann immer, ich glaube, es sieht immer typspezifisch aus. Ne? Sie ist Typ Pflanze, also kommen Pflanzen raus, ne? Das sieht schon cool aus. Und was bist du dann? Bist du dann stärker? Tankier? Oh mein Gott. Nee, okay, das ist ein Kronleuchter für Feuer. Und Springbrunnen für Wasser. Alle Pokémon, was ihren Typ sowie ihre Attacken verstärken kann, ihren Typ, also Pflanze, in dem Fall, wird dann Pflanze nochmal effektiver gegen alles, wogegen Pflanze effektiv ist? Ist es dann ein kleiner Power Creep? Wie oft kann ich ein Pokémon Terra crystallisen? Wie viele? Wahrscheinlich eins pro Team, oder? Ist das permanent, bis das Pokémon stirbt? Das wäre dann schon in gewisser Weise wie eine Mega-Entwicklung. Aber wenn jedes Pokémon Terra crystallisen kann, brauche ich ein Item dazu? Mhm. Some Pokémon will change type when they. Manche Pokémon ändern ihren Typen. Pikachu kann fliegen. Warte, welche Terra-Kristallisierung ist das dann eigentlich? Ist das eine spezifische Pokémon, die einen spezifischen Zusatztypen hervorruft? So wie bei der Mega-Entwicklung bei manchen Pokémon damals. Ich muss schon damals sagen, das tut ein bisschen weh. Oder gibt es mehrere Terra-Kristallisierungen, die zum Beispiel bei Pikachu sagen, okay, wir machen einen Flug-Pikachu mit den Luftballons wahrscheinlich, so dieses typische Meme von Pikachu. Oder eins mit Surfer, Wasser-Pikachu. Is it that or is it one specific? I guess it's the first. Aber wie geil ist das denn? Das ist Comeback der Mega-Entwicklung. Das ist quasi die Mega-Entwicklung. Die verstärken mein Pokémon. Die geben ihm einen zusätzlichen Typen. Die verstärken seine Moves. Und es ist wahrscheinlich once per Team. Was übel geil wäre. Once per Team per Battle. Ne? So wie eine Mega-Entwicklung. Wenn das nicht zu broken ist, so wie die Giga-Dynamax-Scheiße, dann, oh mein Gott, das ist ja so gut. Bitte lass es so geil sein wie Mega-Entwicklung, bitte. Ich würde es so fühlen. Es wäre niemals so geil wie Mega-Entwicklung, weil Mega-Entwicklung auch noch die Form, also es ist wirklich eine Entwicklung von dem Pokémon. Aber Terra Crystallize kommt einer Mega-Entwicklung eben meinen Augen bis jetzt, von dem, was ich weiß, sehr, sehr nahe. Und ich hoffe, die werden es so lassen. Also ich hoffe, die werden es wirklich wie bei der Mega-Entwicklung balanced und komplett. Oh, das könnte einen so geilen kompetitiven Aspekt haben. Alter, stell dir vor, du hast so ein Pikachu, keine Ahnung, irgendein Mon und es ändert einfach seinen Typen durch die Character Crystallize. Du musst also quasi Type Advantages mit berechnen, wie bei der Mega-Entwicklung damals. Ist ja mega geil. Ja, der kriegt echt die Luftballons. Ja, leck mich doch am Arsch. Terra-Typ Flug. Die scheinen vom Terra-Typ des Pokémon abhängig zu sein. Warte, was? For example, an Eevee would typically remain normal type after terrestrializing, but there could be Eevee that become grass or water type after terrestrializing. Okay, jetzt bin ich hyped. Was? Das ist quasi Kraftreserve auf jeden Pokémon drauf. Ist der Terra-Typ dann durch die DVs gewertet oder durch den Ort, wo man das Pokémon züchtet, / aus dem Ei schlüpfen lässt? Weil die Region hat ja viel mit Terrain zu tun. Das ist Terra, ist ja offensichtlich vom Terrain, also von Art des Bodens. Ne? Terra ist ja Boden, Erde. Und je nachdem quasi, wo man ist, ne, hier Wassergebiet, Pflanzengebiet, Wald und so, und dann gibt's Wüste, und dann gibt's Berge, und dann gibt's Eisregionen und so ein Scheißes und Vulkan und whatever, und je nachdem, also, wie wird der Terra-Typ bestimmt? Aber es ist übel geil, jedes Pokémon kann jeden Terra-Typen bekommen. Das bietet ja
unendlich, unendlich neue Typkombinationen, genauso wie unendliche neue kompetitive Strategien. Das könnte ein fucking Imbalance sein, in gewisser Weise, weil manche Pokémon mit bestimmten Zusatztypen wahrscheinlich komplett gigabusted broken werden könnten. But who am I to judge? Also ich weiß ja nicht, wie stark wird das Pokémon durch einen Terra-Typ. 20%, 50%, 100% zusätzlich stärker, man weiß es nicht. Bei der Giga Dynamax ist es ja einfach 1000% Zusatz gefühlt. Bei Mega-Entwicklung war es ja meistens so grob 50% bis, also so circa 50% stärker als der Normaltypus. Dafür ist es halt dieses eine Bossmonster im Team. Ich hoffe, dass die das bei dem hier auch ähnlich machen. Weil die Typverstärkung bei manchen Pokémon halt insane krass ist. Was ist bei Double-Types eigentlich? Was passiert da bei Double Types? Geht der zweite Typ dann weg? Der erste Typ? Kriegen die den Zusatztyp dazu? Also es gibt Pokémon, die mit drei Typen komplett beyond broken sind wahrscheinlich. Deswegen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, das zu tun. Oder imagine, man gibt einem normalen Pokémon einfach den Terra-Typ Geist, wenn das geht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch nur eine bestimmte. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ja. Ja, da muss ich direkt liken. Das ist schon crazy. We hope you'll try to catch Pokémon with rare Terra types. Okay, warte, sind das. Ah, Terra Raids. Das ist wie Giga Dynamax, ne? Man muss quasi. Ah, muss die. Muss man jetzt die Pokémon fangen mit dem bestimmten Terra Raid? Terra Typ? Oder sind manche Typen einfach seltener als andere, die man nur durch Raids kriegt? Also so ein bisschen wie eine versteckte Fähigkeit? Ich bekomm. Mein Gehirn, ich check's nicht, ich raff's nicht. Wir haben, okay, ich hoffe, die haben die Nahbarkeit, also wie man einen bestimmten Terra-Typ bei bestimmten Pokémon bekommen kann, nicht allzu schwer, aber auch nicht allzu einfach gemacht, weil, ne? Also muss ich jetzt Raids machen, um zum Beispiel diesen einen bestimmten Typ auf diesen einen bestimmten Pokémon zu bekommen, oder kann ich das theoretisch auch auf andere Weise kriegen, wenn ich ein bisschen Lack habe? Ich meine, durch welche Faktoren wird denn der Terra-Typ bestimmt? Das weiß ich nicht. Es ist festgelegt, so wie eine Giga Dynamax. Okay, ja, das. Ja. You can challenge Terra Pokémon in these battles with up to. In diesen Kämpfen könnt ihr euch gemeinsam mit diesen drei anderen Terra-Kristallen. Ja. Also hier haben wir zum Beispiel ein Gardevoir mit dem Terra-Typ Wasser, so wie ich das sehe. This is a new kind of raid battle, where you can attack or heal with your own timing, without having to wait for your allies. Ah! Live-Action? Battle? To get the upper hand in these battles. Aha. After you successfully defeat a Terra Pokémon, you'll get the opportunity to catch it for yourself. Aha. Ja, das verstehe ich. Ich bin immer noch komplett verwirrt, was der Terra-Typ ist. Terra-Kristallisierung. We've kept all the things you love about Pokémon. Alle beliebten Elemente, das hoffe ich. Das hoffe ich. Das hoffe ich sowas von, dass die wirklich alle beliebten Funktionen zusammen kombiniert. Pokémon Violet. We hope you look forward to the day you set out on your adventure. The Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games are available to pre-order at participating retailers now. Ah, das ist ein spezielles Pikachu. Okay, Bonus für Flugkörper. Halt immer so ein erkennt die Attacke fliegen, sein Terra Typ ist Flug. Ist im Beispiel nicht erhältlich. Also sind die Raids organized? Oder ist es einfach nur. Oder. Hä? Aber ich kann ein Pikachu mit dem Terra-Typ Flug nicht bekommen, außer dadurch. Oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Er ist halt so per Internetempfang. Also ich habe ja mir ein Game vorbestellt, also ich krieg das, aber wie ist es mit den anderen Leuten, die das halt später kaufen? Müssen die das dann per Wundertausch, per Tausch bekommen, oder? Und wie ist es bei anderen Pokémon? Wenn ich jetzt gerade wo Wasser will, wie mein Gehirn, ich check's nicht. Okay, aber das ist sehr interessant. Das hype mich, muss ich zugeben, schon ein kleines bisschen.
Aber ich habe Angst, dass das komplett in die Hose geht, dass das eine so fucking imbalanced Scheiße ist wie Gigadiner-Schmutz, weil Gigadiner-Schmutz ist fucking imbalanced. Basically hat die 8. Gen keinen Competitive Play Zusatz gehabt, weil du hattest 7. Gen wenigstens noch die Zentkristalle, die auch schon gar nicht mal so balanced waren, aber die waren wenigstens so, man hat sich irgendwann dran gewöhnt und dann kommt man irgendwann so, okay, da kommt jetzt diese eine krasse Z-Move, aber dann war es vorbei und dann war Geschichte. Mega-Entwicklung, du hast dieses eine Pokémon gehabt, das war der Boss, wenn du den gebumst hast, dann war der Rest calculatable, ja, aber bei Giga Dynamax, 3 Runden lang absolut krasses Bossmonster, also jeden Bums, wenn du dich selber Giga Dynamax, ist Quatsch gewesen. Also Giga Dynamax Schmutz war der größte Schmutz, den man casual wie competitive jemals in Pokémon eingeführt hat. Und ich hoffe sehr, dass die Terra-Kristallisierung das nicht nachmacht, dass die nicht so imbalanced ist. Die soll ein kleiner Push sein, so um 20-25%, dass das Pokémon eine Art Boss-Feeling hat, dass dieses Pokémon wirklich geil ist, ja, aber es soll nicht komplett Giga-broken sein, ne, oder unbesiegbar quasi. Also wenn das so balanced ist, wie die Mega-Entwicklung es war, dann holy damn, könnte das ein insanes Feature sein, ja. Und das ist vor allem sehr kreativ. Das gab es so, glaube ich, noch nie. Ich wüsste nicht, woher ich das kennen sollte. Mega-Entwicklung, ja, Digimon, ne. Z-Attacken, Ultimates aus League of Legends. Aber, und Giga-Dino-Schmutz sowieso absolute, keine Ahnung, da hat irgendjemand das geraucht. Aber Terra-Kristallisierung. Das ist, glaube ich, das ganz was Neues. Oder ist das Sailor Moon oder so? Irgendeinem Anime, den ich nicht kenne, keine Ahnung. Aber das sieht sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Vor allem am Freitag wird es released. Das ist schon, also ich sag euch, 19. und 20. November, die Straßen werden leer sein. Du wirst keine Kinder draußen sehen. Keine Kinder, keine Middle-Aged Erwachsene wie mich. Die werden alle zu Hause zum Pokémon spielen. Niemand ist draußen zu diesem Wochenende. Nobody. Ja? Also wirklich insane. Junge, ich werde mir Urlaub nehmen in der Woche darauf, ich schwöre euch, ich werde da jeden Tag reingrinden. Oh, geil. Geil, das ist schon holy moly. Da habe ich schon Bock drauf. Oh, die freie Projektarbeit beginnt in 3 Monaten. Freie Projektarbeit, das klingt auch so geil. Du bist quasi auf dem Schulabenteuer. Wie awesome ist das? Das ist richtig nice. Viele Schüler werden sich denken, ja, warum bin ich denn nicht auf so einer Schule? Und viele Leute in meinem Alter oder älter werden sich denken, ja, was zum Fick, so hätte meine Schulzeit laufen müssen, ja. Insane. Das ist schon cool. Pokémon Academy. Let's freaking go, man. Ja, danke fürs Zeigen. Das sind wirklich coole Sachen. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die neuen Pokémon, auf das neue Terra-Kristallisierung, auf die Arena-Leiter, auf die Challenges, die Arenen, die ganzen Characters, die Story. Ich meine, wenn du liegst quasi von Anfang hast, so wird es jetzt suggeriert, was ist dann die Story? Gibt es ein Überlegi? Was ist mit Zukunft, Vergangenheit? Wird das irgendwie thematisiert? Ist das relevant für die Story oder nicht? Und kann man da irgendwas maken oder what? Und, Alter, das ist ja ziemlich viel Input auf einmal. Ich bin schon gehypt. Ich bin immer noch vorsichtig gehypt, weil die ganzen Sachen sind zu gut, um wahr zu sein, so nach dem Motto. Aber ich freue mich, ich bin sehr gespannt, was am 18. November auf uns zukommt. Eine neue Ära von Pokémon, egal ob gut, schlecht oder gemischt. Aber das wird sehr, sehr spannend. Wir sehen uns in den nächsten 3 Monaten safe noch 1-2 Mal. Und wenn nicht, dann bis November. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr mir dieses React angeguckt habt. Ist wieder viel zu lang geworden, fast 15 Minuten, what the hell. Ja, bis dann, haut rein und Dankeschön. Ciao. Ach ja, was haltet ihr eigentlich von den Sachen? Oder was sind eure Wünsche, Erwartungen, Träume? Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, das zu lesen. Dann haut rein. Tschüss.